Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Mal so eine Frage ganz unter uns. Machen Sie auch so ab und zu an einer Rätselumfrage mit? Naja, Rätseln kann ja nicht schaden, es trainiert das Gedächtnis und manchmal gibt es sogar etwas zu gewinnen. Wer allerdings bei der großen Aktion Deutschland im Wettbewerb mitgemacht hat und im Zusammenhang mit der PISA-Studie das Lösungswort Bildung herausbekam, dem wurde ein Antwortschreiben übersandt, das wirklich den großen Gewinn ganz nahe brachte. Vom Mercedes bis zum Fernseher ging die Palette, die den Gewinnern versprochen wurde, und wer einen solchen Brief bekam, der fand auch seinen Namen fett gedruckt unter den ersten 5 Hauptgewinnern. Eingerahmt ist dieses Schreiben mit den Wappen aller Bundesländer, was es optisch zwar sehr ansprechend, aber deshalb nicht unbedingt seriös macht. Was da im Kleingedruckten folgt, klingt nur zu bekannt. Sie können zur Gewinnausgabe gern noch 2 Bekannte mitbringen. Es gibt ein köstliches kostenloses Frühstück, dazu noch ein Gesundheitsgrill und die Übergabe erfolgt an einem attraktiven Ort ganz in Ihrer Nähe und kreuzen Sie bitte die Bushaltestelle an, von der wir Sie abholen sollen. Naja, der erfahrene Werbeverkaufsteilnehmer weiß, dass dieser Musukohl nur einen appetitlichen Rahmen für eine schnöde Verkaufsveranstaltung bilden soll. Wenn Sie wollen, fahren Sie ruhig mit. Solange Sie kein Geld ausgeben, nicht Ihre EC-Karte zücken und keinen Vertrag unterschreiben, sind Sie tatsächlich der Gewinner. Auch wenn es den versprochenen Preis gar nicht gibt. Das Unternehmen vor Ort wird glatt erzählen, dass Ihr Job nur die Verkaufsveranstaltung ist und Sie sich wegen des Gewinns an die Firma wenden sollen, die eingeladen hat. Von denen ist natürlich niemand da und schriftlich anfordern können Sie den Gewinn auch nicht, denn es fehlt ganz einfach der Absender. Meine Meinung, Sie haben im Preisrätsel das falsche Lösungswort ausgefüllt. Es sollte nicht Bildung, sondern Verdummung heißen.